Kathrin Benz, wir stehen hier vor einem Plakat, wo ihr einen Job sucht. Wie ist es dazu gekommen? Ja, ich habe nach langer Zeit, als ich keine Stelle gefunden habe, über ein Jahr habe ich gesucht, die Idee gehabt, beziehungsweise über einen Brander, der das auch schon probiert hat, dass ich jetzt halt andere Wege einschlagen muss und habe darum die Plakataktion gestartet. Und habe natürlich auf Erfolg gehofft. Und der hat sich relativ schnell eingestellt. Und die Plakatkampagne ist über die Firma APG gelaufen. Und bei denen habe ich jetzt schon anfangen. Wieso habt ihr euch für die APG entschieden? Ihr habt ja auch andere Jobangebote bekommen. Ja, es ist so, dass die APG auch relativ schnell auf mich zugekommen ist und die hat das natürlich sowieso ganz eine tolle Idee gefunden und man hat mir gerade eine Feststellung angeboten. Bei anderen Angeboten wäre es zuerst noch zu einem Vorstellungsgespräch gekommen und es wären zum Teil nicht gerade Feststellen gewesen. Und für mich war dann relativ schnell klar gewesen, dass ich die Chance wahrnehme und das Angebot annehmen will. Wie ist es für euch? Hättet ihr damit gerechnet, dass ihr, wo ihr die Idee hat für das Plakat, hättet ihr damit gerechnet, dass ihr so schnell einen Job bekommt? Nein, definitiv nicht. Also ich habe natürlich sehr gehofft, dass es einen Erfolg bringt, ganz klar. Aber dass es so schnell geht, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Was habt ihr sonst noch für Angebote bekommen? Also wie lange ist es, könnt ihr mir schnell erzählen, wie lange ist es gegangen? Ihr habt das Plakat geschaltet. Wie lange ist es gegangen, bis ihr Angebote habt bekommen? Ja, also es ist so, dass es ja Plakate in der Woche gehangen. Und es ist noch ein Artikel im 20 Minuten gekommen und das ist dann so tröpfchenweise reingekommen, eigentlich erst Ende von dieser Woche oder wo die Plakate dann bereits wieder abgehängt worden sind. So jeden Tag sind ein, zwei Angebote reingekommen. Wie gesagt, das von der APG, die haben wir relativ schnell angeläutet und das ist dann eben alles so schnell gegangen, dass ich dann bei den anderen auch schnell abgesagt habe. Wie ist es denn jetzt für euch? Hättet ihr das gedacht? Könnt ihr mir mal erzählen? Wie war es, als ihr das Telefon bekommen habt? Ja, ich war ganz erstaunt. Weil es hat nämlich zuerst noch ein Problem gegeben, glaube ich, bei dem Plakat aufhängen. Also, beziehungsweise, ich habe nicht alle gefunden. Es hätten vier sollen sein. Und ich war gerade im Bahnhof unterwegs, die Plakate noch zu suchen, alle, um selber zu schauen, wo sie hängen. Und dann ist bereits das Telefon von der APG gekommen. Und ich habe dann gedacht, ui, hat es echt ein Problem gegeben mit einem Plakat? Tatsächlich, dass ich es darum nicht finde, Leute zu wegen dem an. Und das war dann aber ein Irrtum gewesen. Also die haben sich tatsächlich dann gerade auf die Plakate gemeldet und hat mich eingeladen für das Vorstellungsgespräch. Dass es überhaupt dazu ist gekommen, ihr seid auch recht verzweifelt gewesen, weil das ist ja eine recht teure Sache, so ein Plakat. Ja, das ist schon so. Und ich habe viele Bewerbungen geschrieben und das Problem war halt auch einfach, dass ich bei vielen Inseraten, wo ich mich gerne beworben habe, also bei über 50% ist schon durchgestanden, Alter 24 bis 35. Und ich habe es zwar auch dort etwa mal probiert oder habe sogar im Vorfeld angerufen, um ein bisschen rauszuhören, ob man vielleicht doch eine Chance hätte. Wenn man einem Profil ja entspricht. Aber das hat sich dann leider so herausgestellt, dass man da eigentlich keine Chance hat. Und ich habe dann häufig sogar zum Teil gar keine Antworten bekommen, obwohl ich mich wirklich bemüht habe, für jedes Stelleninserat, wo ich mich beworben habe, mich wirklich zu bemühen, eine gute Bewerbung zu schreiben. Und ja, es war häufig so, dass dann auch überhaupt keine Antwort darauf gekommen ist. Gerade bei denen, die für Jüngere ausgeschrieben waren. Vorher hat er angesprochen, die Person, das war die Junge, die ja auch mal ein Plakat, die junge Frau, geschaltet hat in Zürich. Könnt ihr mir mal ein bisschen erzählen, wie ist es dann definitiv dazugekommen? Also, habt ihr das selber gestaltet, das Plakat? Und alles in allem kostet es sicher 2000 Franken. Das ist ja doch noch viel, oder? Dass man so etwas macht.
Ja, das ist so. Ich hatte das Glück gehabt, dass zu dem Zeitpunkt, das war gerade um Ostern herum, die APG eine Osteraktion geschaltet hat, 50% Rabatt. Wenn man zu einem gewissen Zeitpunkt seine Plakate aushängen lässt. Und ich habe die Chance dann genutzt. Dazu ist gekommen, dass ich einen Grafiker gefunden habe, der die Idee von mir, einen Job über Plakate zu suchen, so toll gefunden hat. Das ist der Rainer Benz von Frick. Dass er gesagt hat, lass zu einem symbolischen Betrag, helfe ich dir gerne, weil ich finde das ganz eine coole Idee. Und er hat dann die Arbeit gemacht und das Plakat gestaltet. Sie stehen dort jetzt vor eurem Plakat. Was ist das für ein Gefühl, sich selber nachher auf so ein Plakat zu sehen? Das ist auch noch speziell, oder? Ja, das ist schon sehr speziell. Und ich muss ehrlich sagen, es hat natürlich auch ein bisschen Mut gebraucht, da mit dem farbigen Fotos drauf zu gehen. Aber ich habe einfach gefunden, ich muss jetzt einfach etwas Spezielles machen. Mit normalen Bewerbungen bin ich nicht weitergekommen. Und um möglichst viele Leute zu erreichen, habe ich das gefunden, ich mache das jetzt so. Und entweder habe ich den Mut dazu und stand dazu und mache das halt mit meinem ganzen Fötterli drauf. Weil ich denke, weil gerade das Alter, das ja eben auch eine Rolle spielt, ich könnte mir vorstellen, dass der Erfolg kleiner gewesen wäre, wenn ich kein Fötterli drauf gehabt hätte, möglicherweise. So denkt ihr das? Weil ich von vielen Leuten, die mich kennen, immer wieder höre, du bist so eine Aufgestellte und eine Offene und immer fröhlich. Das kann fast nicht sein, dass man dich nicht einstellt. Wenn du die Chance hättest, dich vorzustellen, würdest du ganz sicher einen Job finden. Und das ist eigentlich auch meine Erfahrung von früher. Früher hat man noch einmal mit den Unterlagen einfach in eine Firma reinlaufen und sagen, los, ich suche einen Job. Darf ich nicht meine Unterlagen abgeben? Dann hat man schon mal einen ersten Kontakt geknüpft und können einen ersten Eindruck erwecken. Und das hat also früher sehr oft funktioniert. Und heute kann man das leider nicht mehr. Man wird natürlich abgeblockt, oder, wenn man mit den Unterlagen persönlich kommt. Und ja, darum habe ich gedacht, ich bin auch der Meinung, ich bin eine offene Person, ich habe gerne Kontakt. Und ich probiere jetzt das einfach. Jetzt habt ihr gestern euren ersten Arbeitstag gehabt. Wie war es? Ja, das war ganz toll gewesen. Also man hat mich super nett empfangen bei der APG. Ich hatte einen schönen Blumenstrauß auf dem Tisch, wo ich gekommen bin, und ein Willkommenskärtchen von den Mitarbeitern. Also es ist wirklich ganz toll, wie ich dort empfangen worden bin. Und es ist sehr viele Eindrücke schon können sammeln am ersten Tag. Es ist natürlich, ich musste dann zuerst mal alle Leute kennenlernen. Und also ich muss sagen, ich hatte schaurig Freude gehabt, dass wirklich alle Mitarbeiter dort auch einfach nur positiv reagiert haben. Das heisst, sie haben mich auch wirklich die meisten darauf angesprochen und gesagt, hey, super, wir finden das ganz toll, was du da gemacht hast. Ganz lässig, und wir haben den Blast, dass du jetzt bei uns schaffst. Frau Benzler, steht das da vor eurem Plakat. Ist doch schon eigentlich ein bisschen traurig, dass man zu so einem Mittel muss greifen und es nicht einfach mit einer normalen Bewerbung geht? Ja, ich finde es auch effektiv. Und ich hätte das also vor 10 Jahren nie gedacht, dass ich mal so muss auf die Jobsuche gehen muss. Aber es ist natürlich auch, wie soll ich sagen, ein spannendes Experiment gewesen für mich, zu schauen, was passiert, wenn ich das mache. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich wahnsinnig erstaunt gewesen, wie viele Leute das sich gemeldet haben, die das ebenfalls so traurig finden und die ganz viele Geschichten kennen von Leuten,
die in ähnlicher Position sind, Situation sind. Oder eben, wie viele Leute sich überhaupt selber gemeldet haben und ihre Story sogar kurz erzählt haben, dass sie in genau gleicher Situation sind und genau die gleichen Erlebnisse haben, negativen Erlebnisse mit der Jobsuche und schon lange am Suchen sind, obwohl sie zum Teil eben auch Weiterbildungen gemacht haben, gute Ausbildung haben, einen Top-Lebenslauf haben, gute Zeugnisse. Es ist schon ein bisschen traurig mal. Ist das in dem Fall ein reelles Problem, die Arbeitslosigkeit ab 40? Ich denke schon. Vor allem jetzt, wo ich die vielen Kommentare gesehen habe, wie vielen Leuten es eben gleich geht. Also ich bin schon der Meinung mal. Was sind das für Absagen, die ihr bekommen habt, bevor ihr das Plakat geschaltet habt? Sind es immer die gleichen gewesen, oder hat es da irgendwie so ein Muster drin? Also ich habe natürlich schon häufig probiert, nachzufragen. Man kommt ja meistens ein Standardschreiben über als Absage. Es hat zum Teil auch sehr persönliche, nette Absagen dabei gehabt. Und ich habe natürlich auch häufig probiert, rückzufragen, an was es gelegen ist. Man kann sich nur verbessern, wenn man weiss, an was es liegt. Und ich bin der Meinung, dass man da halt nicht immer ganz ehrliche Antwort überkommt. Die Standardantwort ist, ja, es hat halt noch andere Bewerber gehabt, die ein bisschen besser gepasst haben. Hat das Gefühl, das ist im Alter gelegen dann in dem Fall? Ich denke schon hauptsächlich. Was sicher auch noch dazu kommt, ist, gerade im kaufmännischen Bereich, denke ich, ist es, wenn man arbeitslos ist, das macht es schon mal ein bisschen schwieriger als jemand, der neu in einer Anstellung ist und eine Stelle sucht. Und jeden Monat, wo man länger ohne Arbeit ist, wird es schwieriger, wieder eine Anstellung zu finden, denke ich schon. Ich habe mir das auch schon müssen sagen lassen, ja, aber sie sind jetzt schon seit 6 Monaten nicht mehr tätig sein, das wird schwierig. Also ich habe das natürlich auch gehört. Gerade das Medium, das dir eure Bewerbung aufgeschaltet hat, sich bei euch nach einer Woche schon meldet. Wie war der Moment gewesen, wo ihr das habt erfahren habt, dass ihr jetzt hier eingeladen seid zu einem Vorstellungsgespräch? Ja, es ist, wie soll ich sagen, also äußerst erfreulich, überrascht gewesen, auf jeden Fall. Und natürlich vor allem, weil es die APG ist. Oder die APG, die meine Plakate aufgehängt hat, über die, wo ich die Kampagne geschaltet habe, ist natürlich schon eine tolle Story.